Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag von der SPD befasst sich mit zwei sehr aktuellen Themen. Zum einen werden die Schülerdemos rund um Fridays for Future angesprochen, zum anderen Umweltbildung und Nachhaltigkeit als Unterrichtsinhalt. Die Vereinten Nationen hatten für die Jahre 2005 bis 2014 die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgerufen. Ein zentrales Ziel war, Nachhaltigkeit auch in allen Bildungsbereichen mitzudenken und zu integrieren. 10 Jahre lang sind verschiedene Projekte und Forschungsvorhaben rund um den Klimawandel, Umweltzerstörung und Verbraucherbildung unterstützt worden. Zu einem politischen Umdenken hat dies aber leider nicht geführt. Erst durch die von Greta Thunberg ins Leben gerufene Schülerstreiks haben die Klimakrise zurück in das Bewusstsein vieler Menschen gerufen. Mit den bunten und kreativen Streiks an Freitagen konnte die Politik auch in Deutschland in Zugzwang gebracht werden. Gut so, meine Damen und Herren. Das Klimapaket der Bundesregierung allerdings stellt keine passende Antwort auf die Klimakrise und den notwendigen sozial-ökologischen Umbau dar. Es ist höchst unsozial und wird keinen Beitrag dazu leisten, unsere Klimaziele zu erreichen. Ein weiterer Grund für die Schülerinnen und Schüler, am Ball zu bleiben und weiter Druck zu machen. Immer wieder war von Kritikern der Bewegung zu hören, so auch gerade eben, die Kinder und Jugendlichen sollten nur lieber zur Schule gehen, um etwas zu lernen. Auch Kultusminister Lorz möchte das Thema lieber im Unterricht behandeln. Ich darf zitieren, Herr Präsident, wir haben den Schulen gesagt, bleibt gelassen, geht pädagogisch mit den Streiks um. Das wäre begleitend zu den Demonstrationen natürlich durchaus wünschenswert. Das Problem, an hessischen Schulen kommt Nachhaltigkeit und Umweltbildung viel zu kurz. Schaut man auf die Homepage des Kultusministeriums nach, muss man sich ganz schön durchklicken, um das Thema überhaupt erst einmal zu finden. Zunächst klickt man auf Förderangebote, dann auf Schule und Gesundheit, dann auf weitere Schwerpunkte, um überhaupt einen Reiter mit der Überschrift Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umwelt zu finden. Ungefähr diesen Stellenwert nimmt das Thema dann auch eben im schulischen Alltag ein. Offiziell sind Bildung und nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung ein Leitmotiv für die Zertifikate des Programms Schule und Gesundheit der Landesregierung. Als hessische Nachhaltigkeitsstrategie wird schließlich bezeichnet, dass bestimmte Schulen, die viel Engagement beim Thema Umweltbildung zeigen, als sogenannte Umweltschulen ausgezeichnet werden. Weitere Auszeichnungsmöglichkeiten sind Schulen des Schuljahres der Nachhaltigkeit, UNESCO-Schulen, Fairtrade-Schulen, Eine-Welt-Schulen und Grenzenlos-Schulen. Dieses Netzwerk umfasst derzeit 240 Schulen aller Schulformen. Alle möglichen Preise verteilen, ja, das kann die Landesregierung gut, das bringt aber nicht mehr Umweltbildung an die Schulen, sehr geehrte Damen und Herren. Statt Projekte brauchen wir eine verbindliche Einbindung des Themas in den Unterricht. Ob das mit einem eigenen Kerncurriculum, wie die SPD das jetzt fordert, am besten zu lösen ist, möchte ich bezweifeln. Aber beispielsweise eine projektorientierte und fächerübergreifende verbindliche Beschäftigung mit dem Thema und Mittel- und Oberstufe wäre denkbar. Ich hätte da aber eigentlich noch eine ganz konkrete Idee, Herr Kultusminister. Warum machen Umwelt- und Kultusministerium nicht gemeinsam eine Plakatkampagne, die an allen Schulen ungefragt zugeschickt wird, in der es um die pädagogische Aufbereitung der Fridays for Future-Demonstrationen geht? Kleiner Tipp, einen Umweltaktivisten erkennt man daran, an Birkenstocklatschen, Greta Thunberg-T-Shirts und daran, dass er einen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Klimawandel herstellt. Vielen Dank.